Hallo liebe Gartl- und Werkel-Fans, wir werden heute ein Schraubenregal basteln. Aus einem alten Apothekerschrank vor einer Küche. Das, ihr wisst ja, das sind die großen Ausziehschränke mit einer langen Front, 2 Meter hoch ungefähr. Auf alle Fälle, den habe ich in der Mitte auseinandergeschnitten. Jetzt gibt es 2 Stickeln, die sind ca. so 90 cm hoch und 60 cm tief ungefähr. Die 2 Geschichten werden wir auf ein Untergestell aufstellen, aufbauen. Das muss man uns basteln noch. Darunter kann man dann Rollen auf, dass das Zeug mobil ist, dass man es verschirmen kann. Und als Abschluss oben werden wir dann eine Leiste reinschrauben, dass man einen Tischplatten oder so einen Küchenplatten aufschrauben kann. Für das Ganze brauchen wir 2 stärkere Kantholz, so Pfosten, die wir aus den Paletten rausgewogen haben. Da werden wir 2x 1 Meter Stücke oberschneiden. Das ist für die lange Seiten, und für die kurze Seiten werden wir so 60 oder 70 cm Stückchen ausschneiden, das weiß ich noch nicht genau. Das Ganze werden wir hobeln, dass das glatte Oberflächen ist, also halbwegs glatte Oberflächen, ich bin noch nicht so genau. Dann werden wir es zusammenschrauben einfach, dann ist das Ganze mobil. Darauf kommen dann die ehemaligen Küchenregale drauf. Für den Abschluss, dass man einen Platten aufbauen kann, braucht man so Leisten. So ein kleineres Kantholz, das ist ungefähr 4x4, so in der Richtung. Das Ganze werden wir oben aufschrauben, und darauf kommt dann ein Reststück von einer Küchenarbeitsplatten. Das Innenleben von dem Regalsystem gibt es ja schon. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Küchenregal. Das müssen wir ein bisschen modifizieren. Dadurch, dass es ja seitenverkehrt ist, muss man es ein bisschen umbauen. Und damit ist das Schraubenregal an sich auch schon fertig. Dort drinnen sind, wie gesagt, alles, was irgendwie mit Befestigungsmaterial, Schrauben und so Geschichten zu tun hat, ist alles da drin. Das ist stabil, und vom Gewicht her ist es auch wichtig, weil es wird im Endeffekt ein kleiner Arbeitstisch bzw. so eine Art Schleifstation. Und da ist es klasse, wenn das halbwegs stabil steht. Als Werkzeug braucht es nicht weiß Gott wie viel, irgendwas, was so ähnlich ist wie ein Hobel. Ich habe da einen Handhobel, da habe ich mir vor kurzem jetzt einmal hergekriegt, habe mir das Messer ordentlich geschliffen. Das war nicht sonderlich gut benannt. Den muss ich noch reparieren, da ist die Seitenfläche, wo der Keil drinnen ist, der ist ausgebrochen, der hält nicht gar so gut mehr, aber es funktioniert nicht schlecht. Da braucht es irgendwas wie einen Ruhmeter. Und ihr braucht eine Säge. Das sind die 2 Geräte. Das war ja einmal quasi so und um. So 2 Meter hoch ungefähr. In der Mitte auseinandergeschnitten. Wir werden unten ein Gestell aufmachen. Das Ganze werden wir dann seitenverkehrt auf das Untergestell aufbauen. Damit, wenn eine Seite aufgeht, die andere geschlossen bleibt, damit das Ganze nicht kippen kann. So ist es immer ein bisschen ausbalanciert. Als erstes, was wir machen werden, ist auf alle Fälle, wir werden bei beiden Teilen die richtige Höhe machen, dass die gleich hoch sind. Dann werden wir da eine Leiste einbauen, damit man dann die Tischplatten anschrauben kann. Aber zuerst müssen wir das Gestell abhobeln und schneiden vor allem. Wichtig ist, wenn ihr mit so Palettenholz oder Altholz arbeitet, dass schaut, ob das ganze Metall heraus ist, ob kein Nagel drinnen ist oder keine versteckte Klammer oder so irgendwas. Weil wenn ihr mit einem geschliffenen Werkzeug da drüber fahrt, dann habt ihr Kanten drin. Dann könnt ihr das nochmal schleifen. Aber für das gibt es irgendwo in die Playlisten Videos, damit ihr wisst, wie es geht. Wichtig beim Hobeln ist, zumindest soweit ich das jetzt weiß, dass ihr in die Wuchsrichtung vom Baum hobelst. Das heißt, so wie der Baum gewachsen ist, von unten nach oben, das ist euch eine Hobelrichtung. Dann könnt ihr nämlich das abgenommene Holz schön abschneiden. Das schneidet quasi die Klingen schön durch. Wenn ihr in die andere Richtung hobelt, vom Wipfel zur Wurzel, dann kann es sein, dass euch die Faser aufreißt und ihr habt lauter so
unschöne Stellen drinnen im Prinzip, so halb auf, halb weggeschnittene Stellen. Und dann sollte es eigentlich auch passen. Man muss da allerdings ein bisschen probieren, weil es ist nicht immer gleich so offensichtlich, wie das Zeug wirklich gewachsen ist. Das heißt, nehmt einmal einen Teststickel her und probiert es dort einfach. Und da haben wir jetzt genau den Fall, da habe ich bei einer Demontage von den Paletten so eine Klammer vergessen. Seht ihr das? Und wenn du es natürlich da mit dem Hobeleisen zubekommst, dann kannst du das nochmal von vorn schleifen im Prinzip. Deswegen passt auf, kontrolliert es nochmal. Am besten ist, wenn ihr so ein Prüfgerät habt, so einen Metallfinder, den habe ich aber leider noch nicht. Muss ich mir erst besorgen, wenn ich es öfter brauche, weil dann könnt ihr sicher sein, dass das ganze Zeug wirklich raus ist. Nehmt einfach eine Zange her, tat es raus und das war's. Euer Hobelmesser wird euch danken. Da haben wir zum Beispiel den Fall, wenn ihr gegen die Faser arbeitet, dann reißt sie auf, dreht den Hobel einfach um. Die Unterkonstruktionsposten habe ich jetzt abgehobelt. Die werde ich jetzt in 1 Meter lange Stücke schneiden. Das heißt, von den zwei Steher kommen 4 Stück raus. 4 Verstrebungen auf 60 cm Tiefe muss reichen, so dass es hier nicht durchbiegt. Wenn ihr so eine Japan-Säge benutzt, die hat normalerweise, also wenn sie zweischneidig ist, hat sie einmal auf einer Seite grobe Zähne und auf der anderen Seite feine Zähne. Ich habe vorher einen Fehler gemacht, dass ich quer zur Faser mit den groben Zähnen geschnitten habe. Da geht es ein bisschen schwieriger, es reißt ein bisschen mehr aus. Wenn ihr quer zur Faser schneidet, also so durch, dann nehmt ihr die feine Seiten. Und wenn ihr Längsschnitte habt, also so wie der Baum gewachsen ist quasi, nehmt die grobe Seiten und das geht wie Butter durch. Ich habe meine Japansäge jetzt ein paar Mal hergenommen, das funktioniert gut. Man muss sich allerdings daran gewöhnen, dass da die Schnittleistung auf Zug geht, also zu dir her. Und ich kann allerdings noch nicht sagen, inwieweit das eine günstige Säge schlechter ist als wie eine qualitativ hochwertigere Säge, das kann ich noch nicht sagen. Wenn man so die Zähne angreift, sie sind schon ordentlich scharf und ich habe schon einiges an Plattenmaterial geschnitten, so Spanplatten und so Zeugswerk, was normalerweise für die Zähne anstrengend ist. Das heißt, der Verschleiß ist höher einfach. Schaut aber jetzt nicht so aus und es funktioniert noch relativ gut. Ich habe das jetzt einmal im Viereck aufgelegt. Die Schraubenlänge ist die richtige, das steht nicht unten durch, außer das passt genau. Ich werde gleich eins machen, ich werde die zwei Pfostenstiegel gleich samt der Rolle mitschrauben, dann geht das hinein. Und innen kommen dann noch zwei Verbindungsstreben rein, die werden verteilt auf die Breite. Und dann ist unser Untergestell schon mal fertig und dann können wir zu die Kastel gehen. Das Untergestell ist soweit jetzt einmal fertig. Da habe ich wieder so Längsstopprollen aufgetan, die man sperren kann, dann bleibt das fix stehen. Als nächstes werden wir dann die Kästen angehen. Thank you.
Ja, das war's für heute. Mein Pseudo, Schrauben, Schleif, Tischregal, was auch immer, ist jetzt fertig soweit. Ich habe auf der Seite bei dem Überstand, wo die Paletten länger waren, noch eine Küchenplattenrestl aufgeschraubt, eine Müllbox auf da mit meinem Metallmüll. Da habe ich einige Sachen wiedergefunden, die ich im Sommer sicher gut brauchen kann. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können von dem Projekt. Man muss nicht immer alles weghauen. Man kann auch wieder verbasteln, upcyclen, wiederverwenden, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Es ist jetzt kein Kunstwerk geworden, aber das muss auch nicht großartig sein. Es muss funktionell sein und das reicht mir da unten vollkommen. Wenn euch das taugt hat, einen Daumen auf, ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wir würden uns freuen drüber. Und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.